30 Millionen Stück hat VW bislang vom Passat gebaut, seit dem Jahr 1973. Die aktuelle Modellgeneration dieser neben dem Golf tragenden Säule im Modellprogramm habe ich euch schon statisch gezeigt. Und jetzt gibt es hier das erste Mal die Möglichkeit, das überarbeitete Modell zu fahren. Damit herzlich willkommen zu diesem Video von autonotizen.de und zur Feier der 30 Millionen Marke, die im März 2019 geknackt wurde beim Passat, und zur Feier des Facelifts habe ich hier einen ganz besonderen Testwagen mitgebracht. Das ist ein Passat, natürlich als Variant Firmenwagenfahrers und Daddys Liebling, wird in Deutschland in über 80% der Fälle als Kombi bestellt. Und hier ist der Passat Variant als Airline Edition. Das ist ein limitiertes Sondermodell zum Marktstart des neuen Modells. Immer in Mondsteingrau lackiert. Sehr schick, wie ich finde, die Farbe. Und auf Chrom wird komplett verzichtet. Ihr seht die Fensterlinien. Schwarz. Außenspiegelkappen schwarz, die Frontmaske, der Kühlergrill, die Einlagen hier im Stoßfänger schwarz. Dazu gibt es schwarze 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Ihr ahnt es schon, eine schwarze Dachreling und abgedunkelte Scheiben im Fond. Da sieht der Passat schon nochmal eine ganze Nummer sportiver, aber auch edler aus als normalere Brüder. Hat natürlich auch alles seinen Preis. Dazu komme ich dann später, vor allem weil es die Airline Edition auch nur mit den beiden Top-Motoren gibt. Einmal den 272 PS starken TSI Benziner und, wie wir ihn hier stehen haben, den 2 Liter TDI mit 240 PS. Schauen wir uns dann den Passat aber erstmal in Ruhe an. Es gibt eine neue Frontmaske mit bisschen größerem Kühlergrill, neuem Stoßfänger vorne, bisschen neues Stoßfängerdesign hier hinten, ein neues Innenleben, eine neue Grafik, der LED-Rückleuchten und das bringt VW jetzt natürlich bei allen neuen und überarbeiteten Modellen den großen Modellschriftzug, also nicht mehr klein da unten, sondern quer über die ungefähr Breite des Kennzeichens hier der Passat-Schriftzug. Schauen wir uns jetzt aber mal die praktischen Elemente des Passat als Variant an. Er hat natürlich, da ändert sich am Facelift auch nichts, einen großen Innenraum und auch einen großen Kofferraum. Jetzt haben wir hier mal zwei Bordtrolleys reingetan, um ein bisschen die Größe darzustellen und auch ein sehr praktisches Detail zu zeigen, nämlich hier dieses verschiebbare Element im Ladeboden. Ich kann jetzt also einen Koffer nehmen und hier reinlegen, muss mich also nicht groß nach hinten durchrecken, denn ich kann das hier einfach nach hinten schieben und habe dann hier Platz für weiteres Gepäck, das ich einladen kann. Darunter gibt es hier ein großes Fach. Hier ist jetzt vom Soundsystem der Subwoofer verbaut. Ist auch ein neu abgestimmtes Dynaudio-Soundsystem erhältlich mit dem Facelift Passat, 700 Watt Leistung. Das ist hier im Testwagen eben verbaut. Alternativ gibt es entweder mehr Laderaum oder auch die Reserveradoption. Also Schienen sind da, es gibt Taschenhaken, es gibt fernentriegelbare Umlegefunktionen für die Rücksitzbank und natürlich einen Gepäckraum-Rollo. Da ist und bleibt der Passat ein praktischer Gepäckschlucker und er bleibt auch ein praktischer Fahrer- und Passagierschlucker. Und das schauen wir uns jetzt im Innenraum an. Am Raumangebot im Passat ändert sich natürlich mit dem Facelift nichts und das ist gut so. Diesseits der Langversionen von Luxusklasse-Limousinen sind mir spontan nur noch zwei andere Autos bekannt, die ähnlich viel Beinraum hinten haben. Das ist einmal der Skoda Superb, der Konzernbruder des Passat, der noch ein bisschen was drauflegt. Und, was für mich auch eine Überraschung war, gab es neulich ein Video, der Honda CRV, so ein Kompakt-SUV, wo du hinten irgendwie auch einen Tanzsaal hast. Also hier im Passat, super Sitzposition, ausreichend Knieraum, die Füße passen gut unter den Vordersitz, die Bank ist angenehm hoch gepolstert, man kann hier sehr bequem sitzen. Die Kopfstütze lässt sich auch für mich als 1,92 großen Menschen weit genug rausziehen. Ich sag's ja auch nochmal, die Vordersitze sind auch auf meine Nicht-Normgröße eingestellt, also echt brutal viel Platz hier. Im Airline Edition Sondermodell Ledersitze, die dann hier an den Seitenbahnen diese Carbon-Optik eingewebt haben, das finde ich sehr, sehr schick. Und hier gibt es echt kaum Raum für Kritik. Die Mittelarmlehne, wenn keine fünfte Person mitfährt, kann man hier runterklappen. Dann gibt es hier ISOFIX-Verankerungen, extrem gut erreichbar mit diesem Kunststoffkanal. Und dann ist hier diese Kappe und das wäre vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag. Statt Kappe lieber Klappe, ist ein Buchstabe mehr, aber wesentlich praktischer, denn die Kappe muss ich natürlich jetzt irgendwo hinlegen. Und verliere die vielleicht, wenn ich hier jetzt öfter das Auto mit oder ohne Isofix-Sitz verwende. Hier gibt es Sitzheizung hinten optional, dann die Bedienung der Klimaautomatik als dritte Zone. Hier die
die Temperaturregelung. Darunter ist eine Klappe, da gibt es einmal hier einen 220 Volt Stromanschluss, optional, klassisch 12 Volt und USB-C. Es gibt im Passat nur noch USB-C Steckdosen, also das auch ein Stück moderner. Aber natürlich, wer ein Smartphone hat mit keinem USB-C Anschluss, der muss einen Adapter haben oder sich neue Kabel kaufen. Dann habe ich hier Ablagetaschen auf der Rückseite der Vordersitze auf beiden Seiten und eine geräumige Türablage, wo hier auch Flaschen reinpassen. Und da sieht man natürlich auch, dass VW da schon so ein bisschen den Premium-Gedanken mitspielen lässt, denn die sind komplett mit Teppich ausgekleidet. Da ja, scheppert und raschelt es dann eher weniger drin. Und hier hinten lässt sich es also im Passat extrem gut aushalten. Und jetzt gehen wir, ihr ahnt es schon, nach vorne und schauen uns das Cockpit an. Optisch hat sich beim Passat auch innen nicht viel geändert. Er kriegt das neue Lenkrad, das zuerst beim T-Cross eingeführt wurde. Hier als Airline mit dickerem Kranz, perforiertem Leder und dem Airline-Logo. Die analoge Uhr fliegt raus. Stattdessen ist jetzt hier so ein Kunststoffplättchen mit Passat-Schriftzug. So, ja, eingepasst. Sieht so, ja, sieht aus. Sieht nicht okay aus, aber sieht aus gut. Und das zeigt aber auch, der Passat eben will nicht nur bei der Uhr, sondern komplett digitaler sein. Es gibt ein neues digitales Cockpit, Active Info Display der zweiten Generation und den MIB3 erstmals, den modularen Infotainment-Baukasten der dritten Generation, wo VW jetzt dann sukzessive auch neue Dienste dazu schaltet. Der Passat ist immer online, was natürlich gut ist für Echtzeitverkehrsdaten. Wenn wir jetzt hier mal zeigen, hier oben ist so eine kleine Weltkugel. Jetzt sind wir gerade offline. Wir sind hier irgendwo mitten im Wald und die Zündung ist nicht ganz an. Aber wenn die dann farbig ist, zeigt sich, das Auto ist online, kann also Echtzeitverkehrsdaten empfangen. Ich kann Musik streamen. Das kostet dann aber je nach Datenpaket extra. Und ich habe eine Smartphone-App, kann dann da auch gucken, wo habe ich mein Auto geparkt. Und natürlich für Flottenkunden, ja, wie ich sagte, ein wichtiger Markt für den Passat. Die können natürlich damit auch Fahrzeugflotten verwalten und Standorte von Autos natürlich dann einsehen in der Zentrale. Oder auch, wenn du hast vielleicht mehrere Passats im Fuhrpark und ein Fahrer ist irgendwo anders, steigt in ein Fuhrparkauto ein, legt sein Telefon hinein mit der App Nearfield Communication, erkennt das Auto und den Fahrer über die App und dann können zum Beispiel schon Navigationsziele oder auch der Lieblingsradiosender eingestellt werden. Das sind so Dienste wie dann auch Paketlieferungen ins Auto und so weiter, die nach und nach natürlich dann dazukommen. Also da ist der Passat für die Zukunft gewappnet, auch wenn diese ganzen digitalen Dienste jetzt noch nicht unbedingt genutzt werden. Aber die Echtzeitverkehrsdaten sind natürlich schon ein wichtiges und auch nützliches Mittel für den Vielfahrer. Kommen wir jetzt mal hier zum Display hinter dem Lenkrad. Ich kann mir die Navigationskarte eben sowohl hier in der Mittelkonsole wie auch da anzeigen lassen. Über die View-Taste kann ich dann aber auch jetzt hier Bordcomputer-Daten, die ich dann auch nochmal konfigurieren kann, eben hier frei zuschalten oder auch klassisch wirkende, aber auch animierte Rundinstrumente. Lassen wir mal die Einstellung und dann kann ich hier mit dieser Taste dann komplett hier mir große Anzeigen anzeigen lassen. Wir haben die Navigation, wir haben Audio, Telefon, Bordcomputerangaben, kann dann hier mit den Tasten nach unten und nach oben natürlich dann weitergehen und bei den Fahrassistenten, da gehen wir auch mal rein. Wir haben den Lane Assist, der ist immer an. 5 Sterne Euro NCAP muss der Lane Assist immer an sein. Könnte ich die aktivieren, wenn ich denn wollte. Und kann hier bei der Geschwindigkeit entweder ACC oder einen Begrenzer aktivieren. Ist gar nicht unsinnig, sondern zum Beispiel in tempolimitierten Ausländern natürlich dann auch, also im Ausland, auch wichtig, dass man dann da vielleicht nicht unversehens zu schnell fährt oder man aktiviert da eben, was ich ja da machen will, den Travel Assist, dazu später mehr. Dann gibt es hier noch den Side Assist, Auspark Assistent, Front Assist, also Notbremsfunktion, kann ich hier alles aktivieren und deaktivieren. Und über dem digitalen Cockpit gibt es das Head-Up-Display nach wie vor auf einer kleinen Kunststoffscheibe. Für mich jetzt eine eher suboptimale Lösung und das ist eine Option, die ich mir sparen würde. Ich finde Head-Up-Displays super, die auf die Scheibe projizieren, aber das war einfach bei der Konstruktion des Passat in Sachen Bauraum noch nicht vorgesehen, deswegen passt es hier nicht rein. Aber wenn jetzt dann ID und Co. kommen mit den Augmented Reality Head-Up-Displays, dann sieht das System natürlich nochmal ein bisschen oller aus.
Gut, die Oberfläche, Benutzeroberfläche des Infotainment-Systems ist bekannt. Die erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. Und ich sage jetzt auch nicht nochmal, da fehlt aber ein Lautstärkeregler. Der hat er ja nach wie vor nicht. Ich kann mir hier die Sachen frei konfigurieren, wie ich sie mir anzeigen lassen will im Home-Bildschirm. Und hier in den Menüs kann ich mir natürlich auch nochmal alles aufrufen. Drunter die Klimaautomatik, auch wie man sie kennt, von der Bedienung eigentlich narrensicher. Der WD-Hebel für Sechsgang DSG, hier steckt jetzt ein Adapter drin, denn im Passat gibt es, ich sagte das hinten, USB-C. Hier ist jetzt noch ein Adapter verbaut auf den älteren Standard. Und die Ladeschale fürs induktive Laden des Smartphones ist größer geworden. Das ist natürlich hier eine Antwort auf den Trend zu immer größeren Smartphones. Und ansonsten ist hier auch alles gleich geblieben. Ich habe hier den Becherhalter unter so einer Jalousie und dann hier die Tasten für Parklenkassistent und die Park Distance Control, den Drive Mode Schalter und Start-Stopp-Automatik hier links und rechts daneben verteilt. Ja, das ist der Passat, wie er sich innen so präsentiert. Natürlich als Airline Edition nochmal besonders schick mit schwarzem Dachhimmel, diesen silbernen Einlagen und den sehr schicken und bequemen Ledersitzen. Und ich sagte es, der 240 PS TDI steckt unter der Haube und den lassen wir jetzt mal los. Es gibt ein breites Motorenangebot für den Passat, das gehe ich mal schnell durch zu Beginn. Wir haben auf der Dieselseite natürlich nach wie vor ein wichtiger Antrieb für die Fahrzeugklasse und das Modell im Speziellen. Den Einstiegsmotor 1,6 TDI 120 PS. Dann gibt es den zum Marktstart den 2 Liter TDI mit 190 PS. Den gibt es optional auch mit 4Motion Allradantrieb. Und hier verbaut der 240 PS starke 2 Liter TDI mit doppelter Aufladung 176 kW, also 240 PS. Der kommt immer mit Allradantrieb. Bei den Benzinern auch den 2 Liter dann als TSI mit 190 PS und das Topmodell 272 PS 4Motion TSI. Bisschen später bestellbar, aber auch dann ab ungefähr September in der Auslieferung sind die beiden 150 PS Motoren. Das ist einmal der 1,5 Liter TSI mit Zylinderabschaltung. Den gibt es ja quer von Kleinwagen wie Ibiza und Polo bis hier eben hoch zum Passat über fast alle Konzernbaureihen in allen Marken. Und dann neu der 2 Liter TDI 150 PS, hat man auch schon oft gehört, aber das ist dann ein TDI Evo genannter, deutlich überarbeiteter Motor. Und es gibt natürlich den Plug-in-Hybrid und das wird natürlich jetzt auch wichtig für Firmenwagenfahrer aufgrund dessen, dass die Plug-in-Hybride wie Elektroautos einfach mit einem 0,5% Satz des Bruttolistenpreises besteuert werden. Den Passat GTE 218 PS Systemleistung, eine Kombination aus 1,4 TSI und Elektromotor. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6D Temp, nur der GTE nicht. Der kann nämlich schon mehr, der kann Euro 6D. Als potenzieller Firmenwagen für viele oder Familienauto für die Urlaubslangstrecke kommst natürlich beim Passat auf die Fahrhilfen und den Fahrkomfort an. Und da ist beim Facelift auch ein bisschen nachgebessert, nachgeschärft und nachgearbeitet worden. Ich fange mal an mit dem DCC. Das gibt es serienmäßig bei dem hier verbauten 240 PS TDI und beim 272 PS starken TSE Benziner. 1200 Euro Aufpreis bei anderen Motorisierungen. Da gibt es hier die Mode-Taste und dann komme ich hier auf die bekannte Oberfläche für die Einstellung der verschiedenen Driving Modes: Komfort, Normal, Sport und Eco. Hier werden Lenkung, Antriebscharakteristik und Fahrwerk angepasst. Das kennt man. Und jetzt kannst du das DCC aber stufenfrei hier über diesen die Parameter hier stufenweise verstellen. Also ich habe nicht mehr nur die drei verschiedenen Einstellungen, sondern kann mir hier meine individuelle Einstellung programmieren und aufrufen. Neu für ein Passat, nicht neu vom System. Im Arteon gab es das bisher schon, was den Arteon eben so ein bisschen über den Passat gestellt hat. Wesentlich wichtiger ist die
Ja, Nacharbeit bei den Fahrassistenten. Wir kennen die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, wir kennen den Spurhalteassistenten. Neu ist das kapazitive Lenkrad, so heißt es. Man kennt es vielleicht, wenn man den Spurhalteassistenten länger benutzt hat und dann die Warnung kommt, Lenkung übernehmen, muss man auch, wenn man die Hände am Lenkrad hat und hatte, aber relativ ruhig fährt, immer so einen kleinen Lenkimpuls geben, damit das Auto erkennt, oh, ich bin noch da. Das entfällt beim Passat. Das finde ich in der Tat eine sehr gute Lösung. Das Lenkrad hat sozusagen eine Berührungsempfindlichkeit im Kranz und merkt, wenn die Hände am Lenkrad sind, auch wenn du eben so ein ruhiger Charakter bist, der hier einfach geradeaus lenkt. So, jetzt haben wir hier so eine typisch deutsche Autobahnsituation. Ist relativ stauig, mal schneller, mal langsamer. Da reicht jetzt eine Taste, nämlich diese hier. Und dann sehen wir im Display den Hinweis, der Travel Assist ist aktiviert. Und der kombiniert jetzt die ACC, also die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, die ich jetzt hier einstellen kann, und den Spurführungs- und den Spurmittenhalteassistent. Ich lasse jetzt die Hände am Lenkrad. Wir sind hier auf 100 km/h eingestellt, fahren mit 89, weil er gerade einen LKW überholt hatte. Und die Kolonne setzt sich jetzt langsam wieder ein bisschen in Bewegung. Das Auto zieht nach auf 100 km/h. Ich kann dann hier mit der Plus-Taste in 10 km/h Schritten die Geschwindigkeit erhöhen und auch wieder runterregeln. Wir fahren jetzt mal mit eingestellten 120 km/h. Vor uns der Wagen fährt 105. Mit der Taste hier in der Mitte, wir sehen dann hier unten ein ganz kleines Symbol, kann ich den voreingestellten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern oder verringern und mich dann hier eben der Verkehrssituation anpassen. Und das ist natürlich auf langen Strecken, zum einen auf einer langen, durchgängig tempolimitierten Strecke, aber auch gerade hier, wir sind hier so auf der A3 im Raum Frankfurt unterwegs, dann hast du mal verschiedene Geschwindigkeitsvorgaben, natürlich schon echt ein ganz gutes, ja, Tool, damit du hier einfach ein bisschen entspannter fahren kannst und ja, man könnte fast sagen, dich nicht um alles kümmern musst. Von der Autobahn geht es wieder auf die Landstraße und auch hier lohnt sich der Druck auf die Travel Assist Taste am Lenkrad. Wir haben jetzt kurvige Landstraßen vor uns. Ich schalte mal die Geschwindigkeitsregelanlage auf die erlaubten 100 km/h. Und ich sagte das ja schon, die Geschwindigkeitsregelung umfasst auch die Daten des Navigationssystems und der Kamera. Es kommt hier eine Kuppe, das Auto verringert. Zum einen wegen der Kuppe und weil hier Tempolimit 70 wegen Kurven ist und ich bin am Tempolimit wirklich auf 70 km/h. Dazu unterstützt der Spurhalteassistent und ich kann hier, jetzt wird noch ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen in der Kurve und im Scheitelpunkt der Kurve wieder ganz leicht beschleunigt. Und das, man merkt das in der Tat, dass es ein ziemlich rundes, zwar defensives, aber rundes Kurvenfahren ist. Im Straßenverkehr nervt man in der Tat ein bisschen die Leute hinter einem und so, weil du eben mit dem eingeschalteten System, wenn zum Beispiel Tempo 70 ist und dann wird wieder auf 100 erhöht, genau am Ende 70 Schild auf 100 beschleunigst und der normal fahrende Autofahrer in seiner Leichtsinnigkeit, Dreistigkeit, wie auch immer, natürlich schon vorher aufs Gas geht. Hier jetzt aber auch, die Kurve nimmt er jetzt sehr Gemach mit bisschen über 50 km/h. Hier sind 70 erlaubt, der hat runtergebremst und jetzt geht die Kurve auf. Das Auto wird wieder ein bisschen schneller, aber gar nicht mal so, weil da vorne dann wohl durch die Topografiedaten im Navigationssystem zum einen ein Gefälle, die Kurve und hier Tempolimit 50 erkannt wird. Und jetzt passieren wir jetzt das Schild 51, 49. Also du bist immer akkurat am Tempolimit und das haben wir heute mal den ganzen Tag so ausprobiert. Und in der Tat verlierst du dann mit der Zeit so ein bisschen, ja, das Verlangen, das alles selbst zu kontrollieren. Du vertraust echt dem System. Das ist schon, das geht schneller als gedacht. Und das ist eine interessante Vorstufe vom automatisierten Fahren. Und ja, zeigt, dass es spannend wird, was in den nächsten Jahren dann auch so kommen wird. Jetzt
240 PS TDI, schiebt mächtig an. 500 Newtonmeter maximales Drehmoment. 241 km/h ist die Spitze beim Variant. Die Limousine geht noch ein bisschen schneller, bessere Aerodynamik. Und wenn man jetzt hier, man merkt auch auf Landstraßen hier raus beschleunigt, also er ist immer da. Er hat eine maximal kurze Gedenk, Zehntelsekunde. Das Sechsgang DSG muss ich sortieren und dann geht's voran. Und dann merkst du eben auch die doppelte Aufladung, die hier schon für ordentlich Wumms sorgt. Sitzposition wie gewohnt, meiner Passat ist durch das Facelift nicht anders geworden. Gut, auch für große Menschen, schön breiter Fußraum. Die Mittelkonsole ist jetzt schmal genug, dass man hier bequem drin fließen kann. Hier in der Airline Edition auch die optionalen oder dann in der Airline Edition eben serienmäßigen Sitze aus dem Airline-Paket mit Leder. Das hat dann hier so eine Carbon-Optik an der Seite, hat sehr schick und bequem. Nach der, mit der Aktion gesunder Rücken zertifiziert, also auch langstreckentauglich und ja, zusammen mit dem DCC echt schöner Langstreckenfahrkomfort. IQ Light heißt bei VW seit dem Touareg die maximale Lichtoption, die ist hier im Testwagen verbaut. Was bedeutet das im Falle des Passats? Matrix LED-Scheinwerfer mit 44 LED-Elementen, die ansteuerbar sind, die hier als maximale Option drin sind. Es gibt weder Halogen noch Xenon mehr beim Passat. Es gibt einen Standard-LED-Scheinwerfer, dann gibt es optional ein bisschen besseres LED und dann eben hier die Matrix-LEDs obendrauf, Teil der dezent neu gestalteten Frontpartie mit einem bisschen tiefer gezogenen Kühlergrill und dementsprechend anderem Stoßfänger, hier im Airline-Modell natürlich nochmal anders gestaltet. Vieles also nicht passiert beim Passat, kann man jetzt gut finden oder nicht so gut. Man muss sich aber auch die Frage stellen, würden denn mehr Leute jetzt plötzlich kein SUV oder kein Crossover kaufen, weil der Passat ein stärker geändertes Armaturenbrett, eine andere Frontpartie oder mehr Klimbim am Heck hat? Wohl nicht. VW hat das eigentlich ganz geschickt gemacht, dass sie den Passat genau an den Stellen erneuert und verbessert haben, wo es für die Zielgruppe darauf ankommt. Wer sind es? Firmenwagenkunden, Flottenbetreiber, die natürlich den Passat auch ja, in seiner digitalisierten Form dann durchaus zu schätzen wissen, dass eben über WeConnect Fleet das Auto besser integriert werden kann in Flottensysteme und auch der Privatnutzer oder der Einzelnutzer natürlich dann hier mit seiner App hier ein bisschen herumspielen kann. Das wird sich bestimmt in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen und dann auch erst zeigen, was das wirklich für Vorteile bringt. Und ansonsten ist der Passat eben sich optisch und technisch weitgehend treu geblieben. Und das hat er mit dem Skoda Superb, mit seinem Konzernzwilling gemeinsam, der auch annähernd zeitgleich mit einem ebenso sanften Facelift auf den Markt kommt. Der ist auch der größte Mitbewerber. Dann gibt es noch im Mainstream-Bereich den Mondeo und den Opel Insignia. Und dann sind wir schon bei der Premium-Mittelklasse in Form von Audi A4, BMW 3er, Mercedes C-Klasse. Warum spielen die da auch mit rein? Weil natürlich für den Firmenwagenfahrer die Leasingraten eine Rolle spielen und dann die Premium-Fabrikate teilweise sehr nah an diese ja nicht ganz so Premium-Marken herankommen. Die Listenpreise kann ich euch nennen natürlich. Die Leasingraten sind immer ja, Verhandlungssache mit dem Händler, wer ist der Abnehmer, was sind die Fahrleistungen. Bei 34.720 Euro geht die Preisliste für den Passat los. Dann bekommt man die Basis, das heißt Limousine, 120 PS in der Basisversion. Darüber gibt es dann die Ausstattungslinien Business und Elegance. Alle Preise findet ihr, ich verlinke es unten in der Infobox auf autonotizen.de, da gibt es einen Artikel über die Preise. Und das Sondermodell hier, die Airline Edition, die ist zum Zeitpunkt, wo dieses Video entsteht, noch nicht final eingepreist. Wenn das dann der Preis nachrutscht, dann schreibe ich den auch unten rein, dann werde ich ihn auf autonotizen.de lesen. Aber mit schon ordentlich über 60.000 Euro muss man rechnen hier mit dem 240 PS TDI und einmal volle Hütte, was eben so geht. Das war's mit dem neuen, in Anführungszeichen, Passat.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch den blauen Daumen nach oben da. Lest, wenn ihr mögt, den Fahrbericht zum Passat auf autonotizen.de. Verlinke ich auch unten in der Infobox. Und mir bleibt, mich bei euch fürs Zuschauen zu bedanken, beim Andi, wie so oft, fürs Filmen. Und bis zum nächsten Mal mit einem weiteren Auto bei autonotizen.de. Danke, ciao.